Bei uns im Haus wohnt eine Nutte. Läuft immer in Hosen rum, macht die ganze Nacht Negermusik. Da wollte ich mal aufpassen, was die für Kerle ranschleppt. Und da kam dieser Strolch. No, Vorsicht, halt mal die Luft an, mein Mann ist Kind Strolch. Ach, sieh doch mal da. Wieder mal Post für uns, Herr Millek. Ich verlange, dass Sie... Was verlangen Sie schon wieder? Das ist nun schon die 16. Anzeige, mit der Sie uns bombardieren. Das ist eine Unwahrheit. Was denn? Sind es noch mehr? Nächtliche Ruhestörung, Teppichklopfen am Sonntag, bissiger Hund ohne Leine, Polizei versieht Ihren Dienst nachlässig und so weiter und so weiter. Das sind doch Ihre Briefe, oder? Wenn ich erregt bin, dann läuft meine Brille an. Also, dass Sie sich über diese Nutte in Ihrem Haus aufregen, das kann ich ja noch verstehen. Sehr richtig. Sehen Sie? Aber dass Sie mit der angelaufenen Brille meinen Mann erkannt haben wollen... Das kann ich nicht verstehen. Ich auch nicht. Ich denke, wir vergessen die ganze Sache. Gehen Sie mal ruhig nach Hause. Das ist ja unglaublich. Diese Karte ist Hochverrat. Ich verlange, dass Sie dem Fall nachgehen. Bin schon dabei, Herr Millek. Ich werde Sie jetzt zur Sache vernehmen. Mich? Ja, Sie, denn Sie haben ja angeblich die Karte gefunden. Und Sie sind uns als Meckerer bekannt, dem nichts, aber auch gar nichts recht ist. Von wegen, die Polizei versieht Ihren Dienst nachlässig. Jetzt können Sie uns mal kennenlernen.